Genau in diesem Bereich könnte bereits in absehbarer Zeit mit dem Bau eines neuen Fachmarktcenters begonnen werden. Der Bauherr? Niemand geringerer als Günther Karl, dem in diesem Fall nicht nur die Grundstücke, sondern auch die darauf stehenden Gebäude gehören. Nicht etwa ein Aprilscherz im Mai, auch wenn viele Deggendorfer nach dem Kauf und der Sanierung der örtlichen Eishalle und einem Bürgerentscheid zu seinem 36 Meter Büroturm im neuen Stadtteil Die Bogen wohl kaum so schnell wieder mit einem derartigen Coup des Innenzeller Bauunternehmers gerechnet hätten. Doch seit der Stadtratssitzung am Montag steht nun fest, das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Projekt zwischen Graflinger und Konrad-Adenauer-Straße kann beginnen. Der Eigentümer hat jetzt in den letzten Monaten, Jahren die Grundstücke erworben und jetzt hat er zwei große Grundstücke nebeneinander, sprich das Grundstück, wo die Firma Richter und Frenzel drauf ist und daneben, wo die Firma DM drauf ist, und das will er erneuern und dort ein neues Gebäude errichten. Laut Stadt und Investor Karl Senior eine Investition, die sich im Bereich um 10 Millionen Euro bewegt und das ohnehin schon gut frequentierte Industriegebiet künftig noch weiter aufwerten soll. Ich habe schon seit Jahren immer mehr oder weniger darüber nachgedacht, dass man die Graflinger Straße zum Teil neu ordnen muss. Und ich glaube, die Stadt kann sich glücklich schätzen, wenn wir jetzt da das auch in Angriff nehmen und die Graflinger Straße etwas in Ordnung bringen und neu gestalten. Und das habe ich schon so, kann man sagen, seit 3 Jahren im Hintergedanken. Wir sind grundsätzlich immer froh, wenn sich etwas entwickelt in unserer Stadt. Und es spricht halt auch für den Wirtschaftsstandort Deggendorf, dass sich bei uns etwas tut. Und dass wir die Firma Richter und Frenzel dann dadurch in Deggendorf halten können, aber auch die Firma DM dann in einem größeren Standort aufgehen kann, ist immer eine große Bereicherung für uns. Neben diesen zwei Geschäften sollen noch weitere Mieter in dem neuen Fachmarkt Platz haben, der von Architekt Markus Kress realisiert wird. Dieser war bereits für den Edeka-Neubau am Kreisel verantwortlich. Es wird von der Architektur ähnlich sein, wahrscheinlich zum Edeka-Gebäude. Das, weil auch die Adenauerstraße liegt ja gut 3 Meter unter dem Niveau der Graflinger Straße. Also somit wird ein Teil zweistöckig sein, das andere in einem einstöckigen Niveau. Und es gibt jetzt verschiedene Überlegungen, wer sich ansiedeln könnte in dem Bereich. Zum Beispiel die ebenfalls in der Graflinger Straße ansässigen Geschäfte Deichmann und Lidl. Sie würden umziehen. Zusätzlich sind aber noch ein Bio-Supermarktvertreter sowie ein Heim- und Dekoartikelgeschäft im Gespräch. Ein Standort mit geballter Wirtschaftskraft, von dem laut Karl auch Grundstücksnachbarn wie Real durchaus profitieren könnten. Nach meiner Auffassung wird es ein Gewinn für den Realmarkt, da man dort eine gemeinsame Zufahrt, eventuell in Zukunft auch mit einem Kreisverkehr einmal dort installiert an der Konrad-Adenauer-Straße und dann eine Anbindung in die Graflinger Straße, wo man da von der Graflinger Straße direkt auch reinfahren kann und unten rausfahren kann. Das wäre ein Vorteil, aber die haben das nicht so aufgenommen. Es tut mir leid für die. Bedenken seitens eines möglichen Kaufkraftabzuges aus der Innenstadt möchte Karl mit einer bereits durchgeführten GfK-Studie schnellstmöglich ausräumen. Denn schon Ende 2016 soll der Fachmarkt an der Graflinger Straße seinen vollen Betrieb aufnehmen.